Okay, moin, moin, Leute. Ihr seht schon, sehr ungewohnte Situation, wo wir hier gerade sind. Und zwar machen wir heute mal eine kleine Tour durch mein ganzes Regal, meine komplette Sammlung. Zeige ich euch heute. Wir fangen einfach mal an und arbeiten uns hier schön das Regal entlang. Hier oben haben wir als erstes Aladdin-Pfeifen, diverse. Da hätten wir hier die goldene 360, die Epox haben wir sogar zweimal. Wir haben die 36, die 470, die A46, die 360. Dann noch die neue Epox, die sehr, sehr nice ist. Hier unten haben wir noch eine Hooker Hanzo, eine LTS One, eine Amy, wo ich den genauen Namen nicht mehr weiß. So bin ich mir nicht ganz sicher. Dann kommen wir hier zu meiner kleinen Mose-Sammlung. Da haben wir einmal die Blue Hybrid. Das ist eine Limited gewesen. Und hier haben wir meine Breeze 2. Die Breeze 2 ist normal auf dieser Bowl. Das ist die Icecut Bowl von Mose. Und die Bowl ist dann wiederum, also die blaue habe ich dann wiederum meistens auf der Verse. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das hier ist die Fan Cut Blue in Small und das hier ist, glaube ich, die Wildcut oder die Deepcut. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Eins von beiden. So, dann haben wir hier noch eine komplett weiße Breeze 1 und ihr wundert euch vielleicht, da fehlt ja noch zum Beispiel die goldene und so. Da müssen wir tatsächlich nochmal im Omera weiter filmen, weil ich nicht alle meine Pfeifen hier habe. Sogar bei Weipen nicht alle. Dann haben wir eine Stimulation Pro X2, eine Stimulation Pro X1 und eine teilvergoldete Stimulation Prime Pro X. Unten drunter haben wir noch eine Darkside Pfeife, eine Moses 4 auf einer PK 500 Bowl, eine Fox Hooker und die neue Viro Evoke, wo ja auch letztens noch das Video zu kam. So, das nächste Fach widmet sich eigentlich fast komplett Viro und Aeon. Wir haben eine Prestige Bowl von Aeon, wir haben eine Viro One Forged Carbon Gold und eine Viro Forged Carbon in Black. Dann haben wir hier eine The Noble One von Noble Dust. Das war eine Limited Frozen Edition mit der Nummer 1 von 10, die ich hier habe. Dann haben wir eine Shishaya Kylie 350, eine meiner ältesten Pfeifen, die hier stehen, aber auch eine sehr, sehr geile Pfeife. Unten drunter kommt dann so ein bisschen das Viro-Fach. Da haben wir zweimal die Versa, einmal die Rosé-Goldene Special Edition, dann einmal mein Stormtrooper-Look. Das habe ich ja schon im Video damals gesagt. Das ist definitiv meine absolute Lieblingskombi. Hier haben wir zweimal die Penta. Ihr seht aber schon, dass bei der irgendwas komisch ist. Und zwar habe ich bei der hier das Carbon-Dingens verloren. Da warte ich dann jetzt gerade noch auf ein Ersatzteil und dann habe ich die auch wieder am Start. Das hier ist übrigens die Million Cut Small. Dann haben wir hier die Ice Cut von Mose und hier haben wir die Prestige Mini von Aeon. Köpfe würde ich sagen, machen wir dann in der Extra-Runde. Ansonsten wird das hier ganz schön lang. Hier unten haben wir noch eine Aeon Edition 4 Blizzard. Frozen Blizzard, um genau zu sein. Mit dem SWG-Logo drauf. Da ist auch nichts umgebaut. So, hier haben wir eine von den neuen Caesar Bowls im Design von X-Hooker. Also X-Hooker hat jetzt auch ein eigenes Design für manche Caesar Bowls und das ist eben eine davon. Und die Aeon ist auch noch ganz schön umgebaut. Wir haben hier nämlich einmal den Steckbowl-Adapter drauf, dann eine Carbon-Invert-Rauchsäule und einen Alpha-Hooker-Kohleteller, weil ich mir dachte, dass das einfach sehr, sehr geil aussieht. Ja, deswegen, das wollte ich unbedingt machen hier mit dem Alpha-Teller auf der Aeon. Da dachte ich mir, das sieht ultra geil aus und ich wollte diesen komplett schwarzen Look dann eben weiterführen. Und hier haben wir auch noch eine sehr, sehr besondere Pfeife und zwar einmal eine Gear Collector. Das ist nicht die mit der Carbon Bowl, sondern die kann ich euch auch mal kurz zeigen. Die mit der nicen Tankanzeige auf der anderen Seite. Sieht auch sehr, sehr cool aus meiner Meinung nach. Und die haben wir hier. So, zwei weitere Aeon-Pfeifen haben wir sogar hier noch. Wir haben einmal die Aeon Lounge Mini mit der Candy Bowl unten drunter. Sehr, sehr hübsches, sehr, sehr süßes kleines Ding. Und hier haben wir nochmal eine Aeon Edition 4 Lounge mit Invert-Rauchsäule und Frozen Blizzard Bowl und SWG-Logo mit drauf. Sehr nice. Hier haben wir noch eine weitere Noble One und nebendran seht ihr schon einen der größten Köpfe, die es hier gibt und zwar die Baba Bowl. So, kommen wir mal weiter. Dann haben wir hier drüben noch ein absolutes Schmuckstück und zwar ist das hier die erste Pfeife, die Mose jemals gemacht hat. Tatsächlich eine Edelstahl Dreischlauchanschlüsse Pfeife mit abnehmbarem Diffusor und so. Ich glaube, die wenigsten von euch wissen, dass es dieses Ding überhaupt noch gibt, aber das hier war die erste Mose Pfeife, die jemals rausgekommen ist. Sehr, sehr wild. Habe ich auch hier schön mittig platziert. So, hier haben wir noch ein weiteres X-Hooker Fach. Einmal mit der neuen Division. Ne? Die musste ja über gearbeitet werden und dann hier mit der alten Division. Unten drunter haben wir die Hoop Hooker Mars, eine russische Pfeife, auch eine sehr, 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 sehr schöne Pfeife meiner Meinung nach. Mag ich sehr gerne. Und da hat man noch hier dieses Erweiterungselement und dann kann man die Rauchsäule noch verlängern, wenn man da Bock drauf hat.
So, was da unten noch auf uns wartet, da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach die Runde. Hier haben wir ein paar sehr witzige Pfeifen. Das hier ist einmal die 3D-gedruckte Pfeife, die Swizzy für mich gemacht hat. Fand ich sehr, sehr cool, dass ihr mir da extra auch eine gemacht habt. Hatten wir drauf reagiert im Stream und dann meinte er, ja, willst du auch eine? Und ich so, oh, ja, gerne. Und dann hat er mir eine gemacht. Das hier ist eine Wish-Pfeife, die wir mal getestet haben für einen Fuffi. Und ja, das Video könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Sehr, sehr witziges Video. Und hier haben wir dann noch die Fresh Smoke, eine Pfeife aus der Schweiz, die mit drei Kammern kommt. Können wir vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. Eigentlich ganz witziges Ding, gerade für den Sommer und draußen. Optisch halt, ja, nichts Beeindruckendes, würde ich sagen. Ne? So, hier haben wir nochmal eine, ich glaube Centenary heißt sie dann, obwohl es eigentlich genauso eine Prestige Bowl ist, nur halt eben in diesem Light Grey, Light Blue, schieß mich tot. Dann haben wir eine Honeysai Urban Exclusive Dragon and Tiger. Auch eine sehr, sehr schöne Pfeife. Und nebendran noch eine Kaif S mit einer Aufsteckfigur von dem guten Marvin, aka Creepy Shisha auf Insta. Die hat er mir zugeschickt. Kann man dann einfach hier so dranhängen. Die sind hier magnetisch, kann man auseinander machen. Ist auch keine Werbung, er hat keine Ahnung, dass ich das mache. Aber fand ich ganz cool. Hier haben wir noch eine 3 Liter Belvedere Shisha, die auch auf so einem liegenden Ständer ist. Und ganz cool, in diesem liegenden Ding sind auch nochmal zwei Vorkehrungen für LED-Untersetzer mit drin, was auf jeden Fall ganz geil ist. Vorne dran noch der gute WTO-Tabak, den ich ja letztens noch mit Mo getestet habe. Und hier noch ein cooler Nomad Windschutz. Genau, so heißt das. So, wir haben höher liegend noch eine Runde. Hier liegen erstmal ein Haufen Mundstücke, ne, alles was man halt so braucht. Dann haben wir eine WD, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie die heißt. Dann haben wir eine Mose und Viro Noir, eine Honor, die gerade noch auf der Bowl von meiner Fibonacci ist, beziehungsweise die ursprüngliche. Dann haben wir eine Butter Hooker, noch relativ unbekannt in Deutschland, hat mir Barco zugeschickt, auch ganz cooles Ding. Dann haben wir eine Case, ja, da kommen wir gleich, da kommen voll durcheinander, ich mache voll die komische Reihenfolge hier. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Case am Start. Dann haben wir eine Gentle Pro, auch eine sehr nice Pfeife, habe ich ja auch letztens schon ein Video zu gemacht, falls ihr es nicht gesehen habt. Schaut es euch natürlich gerne mal an. Und nebendran haben wir noch eine Magnum Industry. Auch eine sehr coole Einschlauchpfeife. Sehr stabil, kann nichts kaputt gehen. Fühlt sich sehr hochwertig an. Auch ein ganz nettes Ding. Und dann eine weitere Mose-Pfeife, die fast schon in Vergessenheit geraten ist. Eine Air. Nebendran noch eine ATH Chaneva. Da kann man auch niemals was falsch mitmachen. Sehr stabile, sehr coole Vierschlauchpfeife, die einfach geil ist. Dann haben wir eine First Hooker. Auch hier sehr, sehr wild ausgefallen mit diesem Farbdesign. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Kann man sagen. Auch mit einer grünen Bowl unten drunter natürlich noch ganz witzig. So, dann haben wir noch eine Mose Dash in weiß mit dem Purple Band Sleeve gerade drauf. Wir haben eine Blizzard Bowl, wir haben eine Candy Bowl, wir haben eine Dark Edge Bowl, wir haben eine Drop in grün, wir haben eine Tradicone in schwarz, eine Tradicone in clear, noch eine Tradicone in clear, dann eine Super Mini Bowl, dann haben wir hier so eine kleine Drop Bowl. Die hat mir Mose neu zugeschickt, habe ich ehrlich gesagt auch noch nichts mitgemacht, also habe ich noch nie geraucht. Ich weiß auch nicht, wo ich die draufpacken soll, aber ja, gucken wir mal. Dann haben wir noch eine zweite Bowl für unsere Magnum. Hier haben wir noch eine sehr, sehr coole Bowl, wieder mit diesen Kunstelementen. Nochmal so einen Ring zum drunterlegen. Die guten Selbstzünder. Mit denen ich eigentlich immer rauche, aber hier vor euch verstecke, damit ihr mich nicht verurteilt. No, God, please, no! 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 Eine schwarze Bowl und eine blau-braun-gelbliche Bowl. So, jetzt müssen wir wieder komplett auf die andere Seite, weil ich so ein Durcheinander gemacht habe. Haben wir oben praktisch komplett abgearbeitet. So, dann haben wir hier noch eine Ocean Shisha is Live. Fand ich damals so geil, wegen dieser unglaublich einzigartigen Bowlform. Finde ich auch immer noch cool. Aber ihr wisst halt, ich rauche eigentlich fast nie mehr Schlauchpfeifen. Dann haben wir hier eine Smoke Labs, auch eine schöne alte Pfeife. Also eine, die ich schon länger habe. Na, ist trotzdem immer noch eine sehr gute Pfeife. Smoke Labs allgemein auch sehr, sehr geil. Rauche ich eigentlich viel zu selten. Aktuell ohne Teller, weil die sonst hier nicht reinpasst. Deswegen ohne Teller. Dann haben wir eine Pfeife, die ich wahrscheinlich nur 2-3 Mal überhaupt geraucht habe. Wenn überhaupt 3 Mal, weiß ich nicht. Die Mataleon Carbonica oder irgendwie ähnlich. Ja, war eigentlich nicht schlecht, aber na, ich und Vierschlauchpfeifen ist halt nicht die größte und innigste Freundschaft so. Dann haben wir hier noch eine Pfeife, die ist gar nicht mir. Die ist dem Consti. Auf der Purple Fancut von Mose ist das hier die Hardwood Hooker Beast. Ja, aber auch ein sehr, sehr schönes Ding. Und hier neben haben wir dann nochmal die große Million Cut und auch eine Case obendrauf, wo ich auch den Kopfadapter abmachen musste, weil die ansonsten gar nicht hier reingepasst hätte.
Hier haben wir eine Big Boss Mr. Ed. Auch eigentlich eine ganz nice Pfeife. Da steht es auch nochmal. Big Boss Pro. Ist eigentlich eine coole Pfeife. Wenn man die günstig bekommt, kann man das auf jeden Fall machen. Qualität ist jetzt kein Weltwunder, aber geht schon klar. Hier haben wir die Pfeife, die ich immer empfehle, wenn mich jemand fragt, Marv, empfiehl mal eine Zweischlauchpfeife. Das ist die Mose M2U1 oder MU122M1U oder so. Weil die Pfeife kommt direkt mit einem zweiten mitgelieferten Schlauchanschluss. Das heißt, ihr könnt hier dieses Ding einfach abschrauben. Ja, Entlüftungsventil raus. Könnt den zweiten Schlauchanschluss dran schrauben. Zack, und schon habt ihr direkt eine Zweischlauchpfeife. Und das Ding wird halt mitgeliefert. So, dann haben wir hier noch eine Shikawa Easy. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, wie der Colorway heißt. Wir haben oben das rote Element und dann schwarz-weiß. Fand ich eben schön clean. Dann haben wir hier eine Pfeife, die von Tortuga ist. Auch eine russische Marke, aber über Galaxy Hooker. Dann haben wir hier die wunderschöne Alpha Hooker Stratos. Bin ich absolut verliebt in dieses Ding. Im Grunde ist es eine ganz normale Alpha, aber ich finde das Design einfach so wunderschön. Da konnte ich nie Nein sagen. Das Ganze hier auf der Drop Spikes Black von Caesar. Und nebendran haben wir meine alte Alpha. Da ist auch eine Drop Spikes, aber nicht in Black, sondern in Clear drauf. Normal war das immer die weiße Alpha. Also ich wollte immer die weiße Alpha haben und das war da auch drauf. Aber ich habe vor kurzem hier bei Onel, schön mit SWG 10, hier diese neuen 3D gedruckten Sleeves bestellt, die dann von oben nach unten entlüften. Fand ich ganz cool. So, hier neben ist noch eine Hawk Hooker in Weiß. Die ist mittlerweile ganz anders. Ich habe die noch von der Messe in Russland wirklich selbst mitgenommen. Da gab es halt zum ersten Mal, oder ich habe zumindest zum ersten Mal da dieses Tellerblow-Ding gesehen, war total verliebt und habe die aber für einen Apfel und ein Ei mitgenommen. So, kurze Trinkpause. Okay, machen wir hier unten weiter. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Adina, die große, die Impact, die teste ich aktuell noch für euch. Eine The Hooker Aventador, die definitiv mal wieder sauber gemacht werden möchte. Die X-Hooker Division, nee, wie hieß die denn nochmal? X-Hooker Impact? Hieß sie Impact? Ich glaube, die hieß Impact, oder? Auf jeden Fall die erste X-Hooker. Das ist schon relativ lange her, aber ja, die steht noch hier. Dann haben wir die neuere X-Hooker, und zwar die Division in Groß, auf einer Clearball aktuell. Kann man auch mit einem Tellerblower versehen. Sehr, sehr nices Ding. Da sind dann auch noch viele weitere Sleeves mit dabei und so. Das ist irgendeine Billig-Tradi, die ich mir mal für 35 Euro gekauft habe. Ich glaube, das ist eine Elnephis oder so. Die benutze ich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr, aber die hier, die benutze ich definitiv, und zwar ist das die Magnum Tradi. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist jetzt meine Doppelapfelpfeife geworden. Bin ich sehr happy mit. Lässt sich top rauchen. Die hat auch ein witziges kleines Feature, und zwar hat die hier tatsächlich einen Schliff. Das heißt, du hast kein Gewinde, sondern einfach hier einen Schliff. Und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Das hier ist eine Khalil Mamoun. Die ist auch absolut nichts Besonderes, um nicht zu sagen, die ist ziemlich hässlich. Aber die habe ich mir eben selbst aus Dubai mitgebracht, als ich 2014... 13 oder so, damals in Dubai war. Und deswegen hat die natürlich einen sentimentalen Wert für mich, aber an sich absolut nichts Besonderes. Na? So, dann haben wir hier nochmal die The Hooker Medusa. So rum, die Medusa. Die hat das Besondere, dass sie eben den Molassefänger da noch in der Mitte hat, was ganz cool ist. Und einen Glaskohleteller. Das muss man natürlich mögen, aber die The Hooker Pfeifen halt für 150 Euro roundabout sind die halt schon sehr, sehr solide. So, dann haben wir hier noch eine Diamond. Den genauen Modellnamen habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Bei den Diamond Modellen, muss ich leider gestehen, bin ich immer noch sehr durcheinander, wie welche heißt. Da fallen mir nicht immer alle ein. Aber auch ein riesen Glaskohleteller, vier Schläuche, vier Schlauchanschlüsse, riesige Bowl, riesige Base, und hier haben wir noch die The Hooker Megatron. Eine der schönsten The Hooker Pfeifen für mich. Ich mag das Design einfach sehr, sehr gerne. Ist natürlich immer Geschmackssache. Ich sage mal, wenn ihr euch eine The Hooker holen wollt, dann guckt euch einfach an, ob die ein besonderes Feature hat. Zum Beispiel die Hanzo kann man teilen. Die Medusa hat den Molassefänger und die Megatron hat eben hier dieses ausgefallene Sleeve-Design, sage ich mal. Und dann müsst ihr euch überlegen, was euch davon am liebsten ist. So, jetzt kommen wir noch zu den mit besondersten Pfeifen oder zumindest zu den teuersten Pfeifen hier in der Sammlung. Angefangen da mit der Fibonacci. Das ist jetzt noch nicht eine der teuersten. Die ist zwar auch nicht günstig, aber die ist vor allem einfach wunderschön. Also die Fibonacci mag ich einfach so, so gerne. Ich weiß gar nicht, was diese Pfeife so besonders macht oder warum die so einen Effekt auf mich hat, aber ich finde die einfach
krass schön. Und jetzt kommen wir aber zu den etwas teureren. Und zwar fangen wir da an mit der McLeod SkyTech. Eine sehr besondere Pfeife, die schon einen unglaublich ausgefallenen Kohleteller hier hat. Also der Kohleteller sieht schon sehr, sehr wild aus. Das Rauchsäulendesign, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt mit dem Muster, das da so drin ist, ist auch sehr wild. Wir haben einen integrierten Molassefänger. Und das ist nicht nur ein Molassefänger, sondern man kann dieses Ding hier drehen und kann den Diffusor unten auf und zu machen. Ja, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber ja, das ist eben der witzige Effekt. Also du kannst das hier drehen und du drehst halt unten die Diffusorlöcher auf und zu. Auf jeden Fall eine ausgefallene Pfeife, sehr witzige Pfeife. Und jetzt kommen wir zu der zweiteuersten Pfeife. Und zwar ist das hier die McLeod Odyssey. Auch eine wunderschöne Pfeife, die ich mir letztens noch bei Onel gegönnt habe. So sieht das ganze Ding aus. Einfach, keine Ahnung, mich hat es einfach krass abgeholt. Also dieses nautische Element, beziehungsweise dieses nautische Design mit dem Ankerelement und dem Tau hier unten noch um die Bowl, fand ich einfach mega, mega krass. Das ist für mich einfach was ganz Wildes. Also was ganz, ganz Wildes und ganz, ganz Besonderes. Und speaking of ganz wild und ganz besonders, wir haben hier noch eine weitere McLeod, und zwar die Dragon. Da haben wir hier diesen wunderschönen Drachenkopf in der Mitte. Einfach Kunst, meiner Meinung nach. Kann man nicht anders sagen. So sieht die Pfeife aus. Ich kann mal ein Stück zurückgehen. So sieht das Ding komplett aus. Und ja, die habe ich mir eben vor kurzem noch geholt. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal kurz über die Köpfe. So, hier haben wir Khazar-Köpfe, wir haben Samsaris-Köpfe, wir haben Aeon-Köpfe, wir haben Holster-Köpfe. Dann haben wir hier drüben den Gemini, den haben wir ja schon für euch getestet. Da drüben, da hinten haben wir, glaube ich, die Aladdin-Funnel, Astro-Funnel, Opa-Dead, den Pikachu-Kopf als Funnel, den Pikachu-Kopf als Meerloch. Wir haben den Litlip Pro, wir haben den Lashlip, wir haben den Lufflip und wir haben noch einen Lashlip und noch einen Lashlip. Dann haben wir hier zwei Solaris, wir haben Kong-Köpfe, wir haben die Punisher-Köpfe, WTO. Das hier ist tatsächlich ein Kopf von McLeod, was ich sehr, sehr wild finde. Also, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht ganz. Vosko Rims, ja, wir haben die Konzepte-Köpfe, Kolos, Dragon Ball-Köpfe, Wandenberg, Mami Ball, Oblako Flow, Oblako Featuring, Hooligan, ganz, ganz viele Oblakos und noch ganz, ganz viele Oblakos und noch ganz, ganz viele Oblakos. Und hier haben wir dann noch ein paar Amphora-Köpfe, Stonehooker, das hier ist mein zweiter Fastball, der andere ist in der Küche, das ist ein Magnum und das ist noch ein Stonefit. Und hier haben wir noch einen kleinen Mason Gravel. Dann haben wir eine Predator Ball von Alpaka. Wir haben einmal beziehungsweise zweimal den tiefen und den tiefen Huacaya und ein Huacaya Shallow. Ein Symphony haben wir da. Dann haben wir noch einen Huacaya, einen 80 Feet von Hooker John, eine Harmony Bowl von Hooker John, Royal Bowls, Luna Bowls, Upgrade Form, zwei Shishaya Haifen, die aber nicht mir sind. Die sind ein Tier. Tier, Grüße gehen raus, Kuss fürs Ausleihen. Der Aladdin Funnel, Moonköpfe, Telamon, nochmal Royal, nochmal Wandenberg, Werkbundköpfe und Sapphire Köpfe und Japona Köpfe und ATH. Was macht eigentlich der ATH hier? So, und im letzten Fach haben wir auch nochmal einen Samurai von Japona, noch mehr Sapphire-Köpfe, noch mehr Aladdin-Köpfe, noch mehr Astro Bowls und Khalifa und ATH-Köpfe natürlich und die Glina Harmony Bowl und den Mahalla und noch die Somo und Kong, den Solaris Funnel und da hinten ist noch ein uralter Hukain-Kopf und ja auch noch ein paar von den ATH-Köpfen. So, das war aber bei Weitem nicht alles, Leute. Das war jetzt wirklich nur das, was hier auf dieser Wand steht und allein das hat jetzt schon 22 Minuten gedauert. Uff, da haben wir noch was vor uns. So, im Studioraum stehen gerade auch noch ein paar Pfeifen und zwar ist das einmal hier die Diamond Huracan. Ja, sehr, sehr coole Pfeife, die jetzt schön aussieht, finde ich. Dann haben wir einmal die GOAT Golden, beziehungsweise die Golden Goat und noch eine sehr, sehr alte The Hookah Pfeife aus Holz. So, und im Studio-Hintergrund haben wir auch noch ein paar. Das hier ist eine Amazon-Pfeife auf der Amazon Bowl. Dann haben wir einmal die... Den Namen habe ich vergessen von der Bowl. Ah, ich habe es gestern erst gehört. Im Stream hatte jemand auch die Bowl und da habe ich es erst gehört. Auf jeden Fall ist hier die Noob im Mono-Design Atlantis mit drauf. Dann haben wir die McLeod Russian Spirit noch auf einer Horforce Black Down und noch eine Japona Amur Wenge und noch eine Mose Dash auf einer Cone Rock, heißt die, glaube ich. Und wir haben noch einen Kong-Kopf und wir haben noch einen Alpaka Artist Edition. Auch sehr, sehr wildes Ding hier. Der 70-Euro-Kopf. Sehr, sehr krass. Und was
was wir hier auch noch haben, ist eine Vyro One. So, dann gehen wir noch weiter, weil wir sind immer noch nicht fertig. Und zwar haben wir hier im Stream-Hintergrund noch einmal die ATH Tradi. Und dann haben wir einmal die Amazon Hooker Pride, so heißt sie, in Weiß-Gold. Und noch eine Retrofit im... Ja, weiß ich nicht, wie das Modell heißt, ne? Ist nur Retrofit. Und gestern Abend im Stream geraucht, haben wir noch diese Pfeife hier. Ihr seht, die darf ich auch gleich noch sauber machen. Das war die Eagler of Anubis von MacLeod mit Naturan-Bowl obendrauf. Ja. So, das waren aber immer noch nicht alle Pfeifen, weil ich habe auch noch welche daheim und ich habe auch noch welche im Umera und auch noch Köpfe und oje, oje. Ja, müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Also wir sind noch nicht durch. So, Part Nummer 2. Ich habe ja gesagt, ich habe noch ein paar Pfeifen im Umera stehen. Da bin ich jetzt gerade. Einmal haben wir die X-Hooker Division, die alte, die Ocean Cane, die Honor. Dann haben wir die MIG X-Hookain, eine Moses 4, das war tatsächlich der Prototyp, eine MacLeod, eine Case, dann zwei Smoke Labs, einmal die kleine und da hinten noch die große und eine Stimulation Prime Pro X habe ich hier auch noch stehen. Also sind das nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau 10. Ach nee, ich habe eine vergessen. Weil diese hier ist auch noch mir. Das ist die Mose Breeze Gold Exclusive 1 von 10. Und die habe ich auch noch im Omera stehen. Das ist eigentlich so meine Pfeife, die ich hier immer rauche. Und jetzt machen wir einen Kopf, oder? Okay. Let's go. Nein. Du bist jetzt im YouTube-Video, Imit. Ob du willst und nicht. Komm, zeig dich, komm. Ich habe gerade meine Pfeifen für die Sammlung gezeigt. Ich mache ein Video über all meine Shishas. Guck doch mal her, sei doch nicht so schüchtern, Imit. Hi. Ja, also Imit ist ein ganz gesprächiger, wie ihr schon merkt. Nimmst du gerade wirklich auf? Ja, ich film wirklich. Nicht dein Ernst? Doch, wirklich. Aber man hört nur mich, weil das Mikro zu mir geht. Gut. Imit, kannst du mir eine geile Must-Have-Mischung machen? Ja, kann ich dir machen. Nicht mit dem hier? Wo ist der andere? Brauchst nicht den anderen. Brauchst den hier. Sicher? Telamon? Okay, doch, ich probiere Telamon. Brauchst du den gerne? Ja, ich habe den gestern habe ich den auch probiert und der ist nicht schlecht. Und das hier sind übrigens unter anderem die Pfeifen, die ihr rauchen könnt, wenn ihr mal bei den Jungs vorbeischaut. Na, auch eine ganz nette Pfeifensammlung. Warum willst du denn nicht mit der Kamera reden, Imit? Kamera. Eieiei. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar nice Pfeifen. Und wenn ihr sagt, dass ihr diesen YouTube-Kanal abonniert habt, könnt ihr hier auch sehr, sehr gerne meine Pfeifen rauchen, die von mir hier stehen. So, wir haben jetzt hier noch schön unsere Pfeife fertig geraucht im Omera. Einmal die Argument, bei mir oben drauf der Oblaco. Dazu noch eine Runde Tafla. Und dann muss ich euch noch die Pfeifen daheim zeigen. Und dann haben wir alle. So, kommen wir noch einmal zu den Pfeifen, die ich daheim habe. Das ist eine Aeon Edition 4 Lounge, aber in Roségold. Das ist tatsächlich eine One-of-One, das heißt, die gibt es nur einmal so. Und die habe ich mir gestern Abend noch gegönnt, also geraucht, ne? So, die nächsten zwei Pfeifen, die ich daheim habe, sind einmal eine Breeze 2 auf einer Caesar Bowl und dann haben wir hier noch die MacLeod Exclusive Titan Rose. So, ich habe aber noch zwei mehr zu Hause. Und zwar ist das einmal diese hier. Die Aeon Edition 4 Frozen Panda. Theoretisch ist das nicht mal meine, sondern Mias, aber die steht mit bei mir im Haushalt. Also in unserem Haushalt, von daher ja, zählen wir mit, ne? Und dann die Alpenrauch auf der Caesar Tradi Small. Die sieht sehr schlimm aus. Die wurde gestern auch noch geraucht. Die muss ich auch noch sauber machen. So, hier noch kurz mit dem iPhone ein Nachtrag. Mich hat in der Zwischenzeit eine weitere Pfeife erreicht. Und zwar die Vukanox 24 Karat Gold mit meinem Logo drauf. Das ist die Originale von Vuka zur Verfügung gestellt von Dumbaki. Sehr, sehr schönes Ding. Die Vuka Nox von Shisha vergoldet ist auch noch dazu gekommen. So, außerdem ist noch eine weitere Aladdin wieder da. Die The Hooker Jimmy ist neu dazu gekommen. Die Hustler hatte ich noch jemandem ausgeliehen, die ist auch wieder da. Und die letzte, die noch dazu gekommen ist, beziehungsweise wieder bei mir daheim ist, ist die Conceptic Smart, beziehungsweise die Conceptic, die kleine Variante davon. Und noch sehr, sehr neu mit dabei, die Novitec Vyro One. Beziehungsweise Vyro Novitec One, wie auch immer. Ja, die sind auch noch dazu gekommen. Da musste ich euch kurz noch mit Handy updaten. Aber das waren alle meine Pfeifen. Das war's. Wie viele sind's? Wir werden's bestimmt hier sehen. Peace.